Die Kerzen haben wir doch nicht angemacht, oder? So, servus liebe Freunde da draußen, herzlich willkommen zurück zu Pioneer Drive. Es geht weiter. Ich bleibe jetzt hier gerade mal in der Aufnahme. Hat es gerade einfach nur geblitzt? Okay, jetzt habe ich gerade da keinen Schatten gesehen. Warte mal, ich gehe nochmal raus. Nee, alles klar. Tag 21 sind wir jetzt schon. So, mein Freund, was... Sie ist weg! Sie ist weg, Alter! Ach du Heil! Alter, ist das gruselig! Hört auf! Gibt es hier wenigstens Schlüssel für mich, Alter? Ich will das nicht! Alter! Boah, der hat mich erwischt! Heiliges! Boah, jetzt tut mein Brustkorb wieder weh, Alter. Das schafft es uns nur von einer 4. Alter Verwalter! Nein! Oh, ich habe wieder Leben verloren. Okay. Alter, Julius! Du musst mir doch keine Schande machen hier, oder was? Oh Gott. Alter, ist das schlimm. Okay, Freunde, ich glaube, jetzt geht's los. Das wird eine mega unangenehme Folge, wenn das so weitergeht. Alter, okay, das war jetzt gerade... Das war jetzt draußen. Ich weiß nicht... Oh, alles klar. Ja. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Was? Oh, Alter, ich bin erschrocken. Um Gottes Willen, das gibt's doch gar nicht. Nicht hier so eine komischen... Boah, ey, die Schatten. Alter, ich bin gerade mega verängstigt, Freunde. Oh, hier. Och, was. Ach, das war's schon. Wirklich jetzt? Linda hält es hier nicht mehr länger aus. Sie will weg. Wir wollten morgens losfahren, aber das Auto sprang nicht mehr an. Wir müssen noch einen Tag länger bleiben. Oh, wirklich, Alter. Ich will doch nicht einen Tag länger bleiben. Scheiße. Alter, ich möchte das nicht. Ich bin völlig am Arsch gerade. Ich bin völlig fertig, weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Okay, aber wir haben uns wieder erholt. Die Lebensanzeige ist wieder fresh. Okay, es ist wieder Licht. Das beruhigt mich so ein bisschen. Was war denn das mit dem Schrei da vorhin? War das die Vogelscheuche? Oder warst du das hier, du Luder, Alter? Nee, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Oh mein fucking Gott. Okay. Okay. Alles. Ah! Ihr habt's gesehen, Alter! Ich kann das nicht mehr weiterspielen. Jetzt habt ihr sie gesehen, oder? Ich kann das nicht mehr weiterspielen. Wo bist du hin? Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wirklich? Ist hier jetzt irgendwas? Bitte nicht. Bitte nicht. Okay, okay. Das wird definitiv die schlimmste Folge hier, Freunde. Alles klar. Wir versuchen uns jetzt hier mal in einem bisschen männlichen Gebaren, Alter. Auch wenn es mir gerade ein bisschen schwer fällt, Alter. Okay, alles klar. Rennen wir hier rum, bis irgendwas Furchtbares passiert. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir... Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, die Tür geht noch auf. Das heißt, ich kann noch raus. Okay, okay. Gibt's hier noch irgendetwas? Wir haben hier den Zettel gefunden. Ja, aber liegen hier noch Schlüssel, von denen wir wissen sollten? Nee, ne? Alles weg. Alles klar. Nichts auf dem Boden? Gut. Warum ist jetzt hier keine Musik mehr? Das gefällt mir nicht. Das ist mir alles irgendwie nicht ganz geheuer, muss ich sagen. Okay, da fängt die Musik wieder an. Scheinbar war es das nicht. Okay, wir gehen mal raus. Ja.
Wir gehen mal raus. Okay, okay, das Viech ist weg. Ich laufe hier einfach mal rum. Ich hab grad wieder ein bisschen Leben verloren, oder? Oder war das... Alter, das mit den Geräuschen ist mega krank. Das ist mega gut gemacht. Ey, es gibt ja echt ein bisschen was, was man an dem Spiel aussetzen könnte. Aber das, diese Atmosphäre, die Sounds, das ist echt mega krass, Alter. Das flasht mich. Oh mein Gott. Okay. Können wir eigentlich noch aufs Dach? Nee, können wir nicht, ne? Okay. Oh, guck mal, Batterien. Sehr schön. Okay. Wir haben es gefunden, Freunde. So, gut. Alter, ich wette, der Clown sitzt irgendwann mal irgendwo. Okay. Ich weiß nicht, ob wir in dem Teil des Schlosses überhaupt noch irgendwas zu suchen haben. Wahrscheinlich aber eher nicht. So, du bist noch da, Freund? Drück mal kurz deine Hupe. So ein bisschen beruhigt mich das ja. Okay. Es wird Nacht. Du kannst jetzt anfangen mit deinen Hinweisen. Alter, dieser Schatten hier. Ich habe gerade wieder dran gedacht, jetzt gehe ich hier wieder lang. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay. Latsch mal einfach weiter. Wir könnten ja einfach nochmal im Kreis gehen, einfach nochmal alle Räume abklappern. Das ist das komische Ankleidezimmer. Da waren wir eben schon, oder? Ist es das? Ja, das ist es. Alles klar. Gut, hier geht's in dieses andere... Ja, okay, hier geht's rüber. Okay, hier waren wir beim letzten Mal. Gehen wir mal oben hin. Vielleicht ist ja oben irgendwie was Neues, was da passiert. Also die Scares, die hier irgendwie nicht geskriptet sind, sondern die einfach so völlig in völliger Ahnungslosigkeit unseres Selbst hier uns heimsuchten, das ist... Ey, was quatsch ich eigentlich für eine Scheiße, Alter? Lern mal normal zu reden, Sef! Ja, ich bin ein bisschen verängstigt gerade. Die sind echt wesentlich wirkungsvoller als diese ganzen Sachen hier, zum Beispiel mit der Klingel, wo diese Linda da vor der Tür stand irgendwie und dann reingekommen ist und hat's geblitzt und dann, ja. Okay, ich habe mich zwar auch erschrocken, aber es gibt hier einiges mittlerweile an dem Spiel, was mich wesentlich mehr geflasht hat. Ja, gut. So langsam, also wenn ich nicht über zufällig irgendwie diese ganzen Sachen hier finden würde, relativ schnell auf Anhieb, dann haben wir schon alle Batterien mitgenommen. Ich glaube, Marcel war es. Ich da so freundlicherweise darauf hinwies. Okay, nichts Besonderes. Ja, gut. Wir waren bestimmt schon fünfmal drin in der Nacht. Ja, okay, was geht denn jetzt hier? Dafür haben wir ja die erste Nacht relativ schnell beendet. Das heißt, wir haben jetzt ja einiges, was wir... Was war das? Das war keines dieser normalen... Ich bin nicht draußen, also... Das ist die scheiß Vogelscheuche. Wirklich jetzt? Nö. Alter. Boah! Alter, ich hab mega Gänsehaut. Alter, hör auf damit. What the fuck? Das ist so nicht... Okay, du sitzt da. Alles klar, du sitzt noch da. Gut. Es muss wahrscheinlich erst später werden, bis du aktiv bist. Oder du überlässt jetzt das Feld ja deinem Kumpan. Man weiß es ja nicht. So, Spiel, es wird an der Zeit, ihm mal einen Hinweis zu geben. Jetzt kann man hier natürlich so großkotzig... Ja, es ist schon wieder richtiges Scheißwetter hier gerade. Man kann jetzt natürlich irgendwie großkotzig hier nur zustehen, würde ich sagen, und dann reingehen, sobald Gefahr droht, aber... Ich habe das Gefühl, ich muss nochmal zurück ins Fernsehzimmer. Ach doch! Doch ins Fernsehzimmer! Na Mensch, sag doch das gleich! Warn mich doch, wenn ich da rausgehen will! Ich hab's nicht gecheckt! Was war denn da? Meep, meep. Oh, ich hab nachgeladen wieder, aus Versehen. Weil es auf der R-Taste ist. Ja, was ist denn hier jetzt?
Okay, hier war irgendwie... Hier waren die Fußspuren. Ah, da liegen noch Batterien. Okay. Vogelscheuche ist weg. Ja, und jetzt? Hui! Die war da, oder? Nö. Okay, ich hab... Das war zu schnell. Okay, ich hab mich nicht richtig... Die stand da am Fenster, Alter. Also ich schwöre, wenn ich irgendwann mal das Licht anmache und vorm Fenster stehe, ey. Ich... Also nicht ich, sondern die Vogelscheuche. Alter, ich kann nicht mehr quatschen hier. Was ist denn jetzt? Gib mir einen Schlüssel, verdammte Axt. Das ist doch jetzt nicht umsonst geschehen. Oder doch? Muss ich da raus? Ich will da nicht raus. Okay. Okay, ich muss es wahrscheinlich... Wahrscheinlich muss ich es doch. Nein, Alter. Hier liegen erstmal nochmal Batterien. Aber liegt hier auch irgendwo ein Schlüssel? Verstaked? Nee, liegt der nicht. Oh, ey. Pff, ja, was ist denn jetzt hier nur, Freunde? Ich hab keinen Plan. Ich hab absolut keinen Plan. Draußen? Ich wette, wir haben was übersehen. Die Kerzen haben wir doch nicht angemacht, oder? Die haben wir doch nicht... Die hab ich nicht angemacht. Ich war's nicht. Ehrlich, da rein? Ist das... Alter, ist das... Alter, ist das krank gemacht. Okay. Hoch. Wirklich? Okay, ja, ja. Immer den Kerzen nach. Nee, hier rein? Nee. Okay. Wo lang? Ach, da! Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Alles klar. Okay, ja, man sollte das natürlich, man sollte das natürlich bemerken. Okay, okay, hier war das Schlafzimmer. Ja, wo kommt man jetzt hier rein? Jetzt fängt das Spiel hier wieder von vorne an. Okay. Du kannst gerne hier übrigens, immer mal das Licht anmachen, würde ich sagen. Im ganzen Haus von mir aus, du kannst... Alter, ein bisschen laut, ne? können wir mal drüber sprechen. Wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr angenehme Herangehensweise an diese ganze Tatsache hier. Würde mir mein Leben um einiges leichter machen. Aber ich glaube, du bist nicht so viel zu Kompromissen bereit. Wo müssen wir hin zur Hölle? Hier, ah, alles klar. Es ist ein kleines Speisezimmer. Ja, ach nett. Sogar noch mit Frischobst und einer Runde Batterien für uns. Und jetzt? Ach, da liegt ein Zettel davon. Okay, liegt hier noch irgendein Schlüssel, von dem ich wissen sollte? Nee, alles klar. Diese Nacht haben wir beide kein Auge zubekommen. Die Geräusche hier im Haus wurden immer schlimmer. Ja, nicht nur im Haus, Alter. Warst du mal draußen? Ey, ich gehe nie wieder raus. Okay, liebe Leute. Alter, diese Nacht war echt richtig schlimm. Das hat mich voll erwischt mit dieser Vogelscheuche und dann diese Schatten, was auch immer. Das war irgendwie das Monster von PT, Alter, was dann angelaufen ist. Heiliger Shit. Okay, Freunde, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben wir hier eine Atmosphäre nochmal hoch 2 mit krassen Jumpscares. Alter, das hätte ich echt nicht erwartet. Aber wir nähern uns dem Ende des Spiels und ich glaube, das wird richtig krass. Und ich meine, gehört zu haben. Also ich habe gelesen, dass bei jemandem, ich habe mich nicht gespoilert, aber ich habe gelesen, dass Tag 30 natürlich am schlimmsten wird und auch irgendwie ziemlich schwer sein soll, was das genau heißen soll. Ja, das werden wir in einer der nächsten Folgen erfahren. Jetzt haben wir ein paar Folgen dauert es noch. 2, 3. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich die Playlist verlinkt, falls ihr jetzt neu dazu gestoßen seid. Ansonsten schaut doch gerne mal bei meinen anderen Videos vorbei. Und ich würde mich freuen, euch bei der nächsten Runde begrüßen zu dürfen. Bis dann, Freunde. Haut rein. Ciao.